Feldbewährung und Stahl, rundes Bauteil unter Lage. Man nehme das Werkzeug, Feldbewährung, aus der Flächenbewährung, Feldbewährung, stelle Layer und so weiter ein und stelle einen Abstand ein, hier minus 0,05. Man stelle hier noch die Flächensuche aktiv, denn die wird es brauchen. Dann kann man nämlich mitten in das kreisförmige oder polygonale oder wie auch immer geartete Bauteil reinklicken. Die Kontur wird mit dem Minusabstand nachgefahren und dann braucht es halt jetzt noch die Lagentiefe, Bauteildicke, Betondeckung unten als entsprechende Werte. 0,05 brauchen wir hier offensichtlich noch. Okay, und dann definiert man über das Menü Eisendurchmesser, Verlegeabstände, was es halt so alles braucht, als laufende Meter oder Passeisenverlegung. Hier in den Optionen kann man ein bisschen definieren, wie man die Vermaßung, Beschriftung, Positionierung machen möchte. Okay, dann ist es soweit fertig definiert mit den passenden Einstellungen nach der Maßkette und den Positionierungstext platzieren, Escape, das war's.